Im heutigen Video zeigen wir euch eine Tape-Anlage zur Stabilisierung und Entlastung des Schulter-Eckgelenks. Dafür brauchen wir einen Tape-Streifen, der etwa 2 bis 3 Hand breit ist. Reißen den mittig ein und kleben die Mitte des Tapes direkt über das Acromioclavikulargelenk, also das Schultereckgelenk. Die Mitte gut anreiben und dann lösen wir die Trägerfolie vom vorderen Anteil des Tapes und ziehen das Tape mit viel Zug nach vorne und legen es an. Das Ende des Tapes wird einfach locker angerieben, das heißt Ende ohne Zug einfach anreiben und dasselbe nach hinten auch. Den hinteren Anteil des Tapes mit viel Zug nach hinten legen, hier fest andrücken und den Rest des Tapes einfach ohne Zug anlegen, locker anreiben. Das Tape einmal gut anreiben. Und fertig ist unsere Entlastungstape-Anlage, unsere Stabilisationstape-Anlage fürs Schultereckgelenk. Um den Effekt noch ein bisschen zu verstärken, kann man dasselbe Tape nochmal etwa 50% überlappend darüber legen, sodass man einfach eine breitere Tapefläche hat, um das Schultereckgelenk zu entlasten. Habt ihr irgendwelche anderen Tape-Anlagen, die ihr im Bereich des Schultereckgelenks nutzt? Schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie das Tape euch und euren Patienten geholfen hat. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag.